Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück hier bei Planet Zoo und im Ahornblatt Wildtierpark. Ihr habt es gerade gesehen, dass tatsächlich beim Infostand auch relativ viel los ist. Wir warten immer noch auf die Forschung, glaube ich, dass wir uns hier mehr Läden bauen können. Hoppala. Was ist hier los? Das wollte ich gar nicht. Aber gut. Warte mal, hier. Forschung, wie weit seid ihr denn? Todesotter und östliche Braunschlange, Stufe 1, noch nicht so weit. Okay. Und dann haben wir aber noch die andere Forschung, wollte ich gerade sagen. Wie weit seid ihr da? Auch noch nicht so weit. Okay, gut. Irgendwas war gerade mit den Antilopen. Da steht ein Baby mitten im Regen. Was ist los, Bambi? Du schaust ein bisschen verzweifelt aus, wie du da stehst. Gut, verstehe ich auch. Es ist nass. So. Hat man noch nicht gelernt, wie man hoch und runter geht vom Weg her. Ist mir durchaus bewusst. Oh wow, das musst du dir anschauen. Kriegen wir nicht hin. Sag mal. Ja, geht doch. Aber es ist natürlich nicht das Goldene vom Ei, ne? Kämpfende Tiere. Salehe. Tiere. Vielleicht auch verkaufen. Geht nie anders.
So. Zurück zu dem, was ich machen wollte. Wir brauchen mehr Strom. Mehr Strom kriegen wir nur, wenn wir hinten einen weiteren. Kriegen wir schon hin. Ja, wenn die nicht wieder durchdrehen, komplett durchdrehen, kriegen wir das hin. Ah, okay, gut, geht nicht, so wie ich es mir vorstelle. Transformator. Stopp, Holzplan. Ah, stopp, da war ich unten. Mal gerade sagen, war doch nicht das, was mir angezeigt hat. Wandtafel, Alter. Danke. Aber auch nicht so hoch, glaube ich. Ich will was besser sein. Genau. Sehr, sieht einfach anders aus. Sieht einfach anders aus. So. Dach. Thank you.
Ah, ich weiß, ich habe es ein bisschen nicht unbedingt perfekt gelöst, zum Himmels Willen, ist mir schon bewusst. Strom auf alles, das ist sehr schön. Das bedeutet nämlich auch, dass wir das ist auch gut. Das ist noch besser. Plantiere ich nicht drin. Also ein neues Bandit war es auch nicht. Ich weiß schon gar nicht mehr, was alles dazu gehört. Oh Mann, das fuckt mich gerade so ab. Übel. Nee, ich hab's nicht. Boah, das ist gerade so ärgerlich. Seid ihr unzufrieden? %. So, Todesorte abgeschlossen. Aber ich habe doch irgendwas abgeschlossen. Was haben wir jetzt vorhin noch abgeschlossen? Hier haben wir was abgeschlossen. Ja. Miss Longoria hat die
Miss Longoria hat die Ding fertig. Die Gehege. So, das würde bedeuten, wenn ich hier reingehe, müsste ich hier viel mehr finden. Und zusätzlich zu einem großen Bärengehege noch natürlich. Großes katzenartiges Gehege. Jetzt haben wir noch alles. Primatengehege. Oh ja. Was ist großes Pflanzenfressergehege? Aber das sind keine, die ich runtergeladen habe. Das sind fertige. Vom Game selber. Das finde ich sehr, sehr cool. Das habe ich nicht runtergeladen. Kenne ich noch den Stein. Semi-aquatisches Gehege. Alter! Ist noch größer. Junge. Na gut, da haben wir den Platz gar nicht dafür. Oh, Junge. Hier auch mit Wasser? Nee, muss ich ehrlich sagen, finde ich super cool. Aber ist halt... Schaut so anders aus auf dem Bild hier. Crazy. Meine Probleme, genau. Heruntergeladen, genau. Das sind die, die ich heruntergeladen habe. Und da seht ihr selber schon, es sind auch einige dabei. Otter, Reptilienhaus, Tiger, Starter, Mandrill, Habitat. Das sind schon coole, wir haben schon coole Sachen dabei, um Himmels Willen, aber... Hier das zum Beispiel für die Wölfe, das ist ja das, wo ich gesagt habe, das hätte ich gerne eigentlich irgendwo hier drin. Weil ich es einfach so extrem nice finde. Vor allem, es ist halt einfach aus so einem normalen Ding gebaut, weißt du, nicht irgendwie... Hier, zack, ist der Boden markiert, hier, zack. Das schaut dann einfach super cool aus. Natürlich schaut ein bisschen krass aus hinten mit dieser Steinwand, um Himmels Willen. Aber so cool. Oh, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Schau mal, das ist ja automatisch auch mit dem Bodenanpassung und so. Ich finde das halt einfach mega cool gemacht. Also wir werden es jetzt nicht behalten, kann ich gleich sagen. Es ist einfach so cool gemacht. Dieses Gehege, muss ich aber straight so sagen. Und das ist halt das, was ich nie könnte so. Das ist Wahnsinn. Also es gibt noch Leute, die noch mehr, viel mehr können. Ich habe immer gelesen, dass ich das toll mache. Ja, aber wenn mir das anschaut, denke ich mal wieder, ich bin ein blutiger Anfänger, mehr nicht. Brutalst. Brutalst schön. Ist einfach so. Weißt du, dass das Gehege dazu im Vergleich ist ein Witz. Ich meine, die Steinformationen dazu. Das ist langweilig. Deswegen habe ich gesagt, ich würde eigentlich gern, dass der Wolf umzieht. Um Himmels Willen, wie gesagt, ich krieg's auch mal schön hin. Hier, das ist schön gemacht. Das haben wir irgendwie auch extrem schön hinbekommen. Manchmal ist halt auch einfach ein bisschen Glück dabei. Ich hätte gerne die Wand eigentlich mal eingebaut ins Gehege, aber ja, it is what it is.
Nehme ich auch so gern mit. Es sind übrigens drei Babyschildkröten drin hier. Guck mal. Wie flapsig. Oh cool, da schwebt das Schlafgras. Okay, so, probieren wir das nochmal mit dem Schlafgras, weil das ist ja irgendwie ganz komisch, dass das schwebt. Sollte schweben. Warum schwebt das Shit denn? Schwebt hier. Okay, vergiss es. Nee, lass mal so, wie es ist. Komm. Passt so. Da sind auch immer mehr Leute. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Genau. So, jetzt haben wir es wieder nicht das hingekriegt, was ich eigentlich machen wollte. Das Wolfsgehege. Aber wir haben eh schon so eine lange Folge wieder. Wir haben auf jeden Fall da einen neuen Transformator. Das ist gut. Das heißt, wir haben hier neue Gehege-Eingänge möglich. Sprich. Ja, ich kann mal schauen, ob ich da irgendwas finde. Haben wir eigentlich schon irgendwelche Tiere gekauft, zufällig? Muss ich gleich mal nachschauen. Ich weiß es gerade gar nicht. Ob wir schon irgendwas hier gekauft haben, was nicht im Gehege ist. Oh, ja, Nick und Embry. Embry ist im letzten Lebensabschnitt. Also lassen den mal frei. Aber es ist halt 2493. Können die eigentlich alle gehen lassen, wenn wir eine Todesotter finden? Okay, lass mal schon schauen, ob wir eine Todesotter finden. Just anhalten. Todesotter waren hier vorne drin. Texas Klapperschlange. Okay. Abgottschlange. Okay, haben wir nicht. Aber dann müssen wir es anders machen. Dann müssen wir nämlich, wir werden dann so oder so Ding verlieren. Ist so. Tier 204. Brech gar nicht. Verstehe, dass die nicht so gut sind.
Wakefield und kommt ihr weg? Na nu, ein kleiner Babywolf ist da. Emma ist groß geworden. Oh, Emma ist groß geworden. So, wir haben jetzt den kleinen Watzle. Oh, der ist aber gut geworden. Der kleine Watzleer. Und wer ist seine Mama? Funktioniert super. Die erste von Antilopen ist auch groß geworden. Ihr solltet vielleicht nicht miteinander, weil ihr seid zufällig Geschwister. Brauche hier keinen Star Wars Content. Was? Gewinn in diesem Jahr. Minus. Ah, wir haben gerade erst Jahresanfang, oder? Januar, ja, wir haben erst Jahresanfang, alles gut. So, na gut. Dann hätten wir ein paar Leute abgegeben. Wir haben noch keine neuen Tiere gekauft. Frage ist halt, ob es im Moment so viel gibt. Leistenkrokodile, ja, wow. Ich will eigentlich keinen Leistenkrokodil holen. Schwarzbär. Na, die hätte ich gern. Im Moment läuft es aber eher irgendwie auf Leistenkrokodil hinaus. Und noch ein Tier. Müssen wir schauen. Wir brauchen noch zwei Gehegetiere. Das ist das Hauptproblem. Das heißt, ich weiß noch nicht ganz, was ich mit den Wölfen hier mache. Ob wir ihnen doch ein anderes Gehege verpassen. Müssen wir mal schauen. Bin mir noch unschlüssig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben halt echt nicht viel geschafft, bis du diese kleine Hütte gebaut und gesehen hast, ein paar Tiere kämpfen. Und das war's. Aber gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Schau und Frau, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüssikowski.